Triffst du vor allem an Kopflos, während er geht? So, Ich das muss meine, meistens Männer gestehen. ich Ich triff meine, generell seltener Christian, so. du kennst, du weißt doch unser Shotgun-Battle. Das war Bowser. Das geht in die Geschichte ein. War Bowser, du Ich bist so nett. möchte immer noch dazu sagen, ich habe mit dem Zug dann das Ganze noch die Sahne oben drauf getan. Nächstes Mal gibt's drei. Ja, drei Kuchen, okay. Drei Bowser. Mit dem Zug nicht treffen ist dann der Advanced kind of stupid. Also ja, ich sag ja, ich habe ja die Sahne habe ich oben drauf gesetzt. Also ihr habt den Kuchen gebacken und ich habe da noch ein bisschen Sahne oben drauf getan. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Oh fuck. Willkommen im Stimmbruch. Ja. Aber ich komme nicht weiter auf. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt bist du geworden? 14? Bist du noch eierlos oder hast du mittlerweile welche? Ich bin schon 14, ne? Aber nächstes Jahr werde ich 16. Ich habe eine Pistole. Bist du 14, nächstes Jahr bist du 16. Ja, aber in Wirklichkeit. Das ist 37. Ja, genau. Und ich bin Busfahrer. Hey, dann müsstest du dich auch mit Christian verstehen, dem LKW-Fahrer. Ja, mit dem verstehe ich mich ganz gut. LKW-Fahrer, Honk. Sommer. Okay, G ist gerade weggemacht worden. Ja, oh, hi. Tag, gell? Servus, wie geht's? Was war das denn jetzt? Du bist einfach so schön da gestanden. Ich kann nicht widerstehen, wenn ich einen Sniper habe. Und ich sehe, wenn der so schön da steht, kann ich nicht widerstehen. Und wenn ich Twitter bin, ich wollte gerade die Melonen kaputt machen, du Arsch. Ich hab gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwas zu trinken oder so bestelle bei dir, Chi. Ja, und dann mache ich, dann schlafe ich einfach. Seit es mit dem Busfahrer war, bin ich hinter ihm gestanden. Ach, Menno. Das war jetzt die Rache für das, dass du mich damals erwischt hast, Doc, beim, wie ich den Trader Room aufgemacht habe. So, also, boah, 35 Maps, das war dafür. 35 Maps, das war dafür. Genau. G. Na, passt. Wer ist das? Hier raus. Das macht voll die ekligen Geräusche. Hallo G. Oh, ich bin Inno. Ah! Der schreit schon wieder. Ich hab leider keine. Doch, ich hab eine Waffe. Leute, ich hab eine Waffe. Ist ja lustig. Ich wusste nicht, dass ich eine Waffe hatte. Aber das ist eine Scheißwaffe. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Den lache ich gerade. Ja, okay. Ja. Oben ist jemand im Haus. Ja, ich bin in einem Haus und ich bin oben. Bam, bam, ba, bam, ba, ba, bam, bam, bam. Wer ist da oben? Das bin ich. Das ist der Chris. Ich bin hier irgendwo eine gute Waffe. Na. Ich habe eine Shotgun, G. Willst du meine Waffe haben? Luger? Nee. Hi, Dave. Keine Shotgun. Pistol. Ist hier eine gute Waffe? Willst du meine Shotgun? Nee. Ah, ich habe eine Pistol. Ja, ich mag die Pistol. Damit treffe ich theoretisch mehr als wie mit der Shotgun. Doc, du verfolgst mich und ich verfolge die. Okay, passt. Das ist original, was wir gerade machen. Ihr macht das super. Ich bin stolz auf euch. Ja. Gehen ist das da oben? Das bin ich, hi. Alle in der Nähe. Ja, ja. That's me. Es ist so schön, wie jeder in einem unterschiedlichen Stockwerk ist. So, da ist G am Fenster im ersten Stock, der Dave geht unten im ersten Stock und der Kidman steht oben. Ja, ich geh jetzt auch nicht. Ja, hi. Oh, fuck. Wer ist das? Gecheckt. Was war das? Dave hat sich gerade durchs Fenster durchgeschossen, kein Schritt. Ach so. Dacht schon. Nee, nee. Ah, upala, hi, hallo, geht's mir? Oh, Chi, ich bin bei Chi. Huch? Ich bin bei Dachi. Bei Dachi? Ich bin bei Russisch. Russisch. Hört meine Worte, ihr beiden. Ich bin's wieder. Ich glaube, die Chi ist es. Ich habe die Worte zuerst gesagt. Ja. Hallo, Christian. Hi. Also, ich sag euch, Chi ist es. Deswegen entferne ich mich jetzt von ihr. Oh. Was war das denn jetzt? Dave? Hinter mir kommt nur.
geht. Oh fuck, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Das war die Set. Der ist schon sauber. So, das, so ist die stumpfe Sachen kriegen wir immer. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Ich laufe gerade einfach durch die Gegend und habe keine Ahnung, was ich immer. Oh! Okay. Ich wollte das Strobo, Party, Party. Warte mal. Meistens, wenn die G in Disco wirft und wenn Forst runterhaut, dann kommt das. Ich war in dem Flimmerraum. Was, in dem Zimmerraum? In dem Flimmerraum! Ach, Flimmerraum! G, wo hast du denn gerade nichts gesehen? Nee, was denn? Hast du den Kerl, wie er gerade explodiert ist? Was? Nein! Was? Wo? Da! Ah, lol. Mit der Waffe oder warum? Ja, er hat sich mit der Dings selber umgebracht. Wow. Das ist smart. Wer haut da mit der Crowbar? Bin ich. Ich jetzt auch. Ich würde dich verwirren. Ach so. Verwirrung. Verwirrung! Verletzt dich aber vor Verwirrung nicht selber. Oh. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Diese Waffe nicht. Geht nur gerade original so aus, als würde da um den Tisch rum im Kreis laufen. Ach, nee. Die Waffe, die ich sie nicht gekriegt. Ja, Mann. Da, nächster Versuch. Opa. Was hast du versucht, Kidma? Sorry. Hol! Kidma? Genau die Waffe wollte ich nicht. Die Waffe? Yes! Ja. So. Ich hab von Anfang an gesagt, ne? Als ob der tötet. Schon wieder. Ich hab dich nämlich dabei erwischt, wie du im Trader-Shop warst. Ach so, ich stehe öfter rum, das ist nicht immer so. Ja, nein, ich bin vorher die ganze Zeit rumgestanden und habe mir ein Spektakel im Haus angeschaut. Das war die reinste Seifenoper. Aber ich fand den Melon Launcher toll. Seifenoper, Alter. Wer denn zwar? Gee, du bist ein Schwein. Aber das war so schön. Runden. Ja. Ich trage einfach nur gemütlich meine Runden und auf einmal bin ich tot. Oh. Ich hab das Schiff kaputt gemacht. Du hast immer einen Ficker in meinen Chat geschrieben. So heartbroken kannst du nicht sein. Ultra heartbroken. Was natürlich jetzt richtig kacke wäre, Chi, ist, wenn du deine Folge danach benennst, wie wir Christian einfach verarscht haben. Das wäre sehr gemein. Oh, nee. Oh. Das war schon. Das sagt der, der ist auch noch richtig ins Äußerste getrieben. Deswegen so ist gerade ich. Oh, ich sterbe! Ich sterbe, ich bin gleich tot! 20, 15, 10, 5! Was? Was hat jetzt ist sie? Ich überlege jetzt gerade, wie kann sie gestorben sein. Sie ist gerade irgendwo da gestorben. Aber ich weiß nicht wo. Warte mal, ich hab's gerade gehört. Was hat sie gemacht? Sie? Also. Dass du so langsam stirbst, kann eigentlich nur sein, wenn du vielleicht ertrinkst. Aber warum sollte sie ertrinken? Das ist ja cool. Es war halt, ja, G. Also, es ist jetzt nicht so aufwegig. Es war halt G. Ich habe ihr Leichen gefunden. Wo ist sie? Sie ist im Wasser. Nee, wirklich? Nein. Im Wasser unter dem Haus. Warte mal, sagt ihr, wo ich bin? Ich bin da bei einem Bungalow, da wo der Kid mir gegen die Chi gefeiert hat. Ah, ich schon. Ich krieg auch Schaden. Oh mein Gott, da kriegt man Schaden im Wasser da hinten. Ist ja richtig. Oha, was, okay, ich hab's getestet. Schaden im Wasser? Ja, ich hab 70. Also hinterm Wasser. Also wenn du die Map, glaube ich, ausgehst, so im Wasser. Wenn du weit ausschwimmst quasi. Okay. G, das war ultra schleu. Oh, wer ist da oben? Hi, Kid. That's me. So, ich bin ja safe und also müsste einer von euch zwei sein. Warum bist du safe? Weil bei mir Inos entsteht. Wirklich? Wow. Ich spiel mit lauter Idioten.
Und das sagt das die, die fast gerade gestorben ist, weil sie zu weit rausgeschwommen ist. weil sie zur Insel wollte, ey. Ja, es ist schon über Zähne vorbei, von dem her können wir uns das leisten. Oh Gott, ey. Mein Sushi ist auch schon weg vor einer Stunde. Oh, du Arme. Mein Bett. Was macht Kitma da unten eigentlich? Kommst du zur Beerdigung vom Sushi? Sushi ist tot? Ja. Die Chio und der Kitma, du kannst da kommen zur Beerdigung. Ja. Wir beerdigen Sushi. Dave mag es aber auch mit der Waffe. Wie heißt diese Waffe nochmal? Das ist die Winchester City. Nein, ist das nicht diese Rail irgendwas gewesen? Railgun? Mhm. Ja. Hattest du sie gerade, Christian? Wer ist das? Nein, der Dave. Das ist der G. Der G, ich bin der G. Meine Güte. Ich bin so durch. Du bist ultra durch. Jung? Aber ich bin alle doof. Ich unterschreibe. Allesamt doof. Schau mal wieder das Spektakel da drüben. Wer ist das, Christian? Das Lustige ist, einer von euch zwei ist das. Das ist das, das Unberuhigende da. Bei du nicht. Ich sind du bei den Runden, wo Dave so oft sagt, dass er, dass einer von den anderen Traitor ist, ist er meistens der Traitor. Eigentlich spielt er meistens Inus sind eigentlich. Achso, Dave ist gerade ins Wasser gesprungen. Das war für das Entspannende am. Nein, ist da passiert. An TTT. Ich muss nicht so viel reden, weil ich noch drei andere Leute habe, die reden. Das ist aber recht chillig dann. Weil es bei mir steht. Was denn? Ja, ich bin Chi, bin die beste Streamerin der Welt. Christian, mach keinen Scheiß. Komm. Die Chi wieder abgedatet, weil die Kisten funktionieren jetzt. Oder ein Day zumindest. Ja. Lebt ihr beide noch? Ja. Geht mal. Ja, ich hab ihn gerade raufgekriegt, da beim, okay, beim Ding. Ja, ja, ich hab auch, alles gut. Es könnte auch sein, dass die G. Na, der ist tot. Ja, die ist tot, ich hab keinen Freund. Und ganz ehrlich, sowas kann Fake G auch nicht. Du meinst, das schaffst du nicht? Hallo? Geht mal, oder was machst du damit? Christian! Was versuchst du gerade zu flüchten, oder was ist das? Er hat es einfach nicht geschafft, dass er raufspringt auf die Railing da. Railing? Auf die Railing? Ja, ich hab's nicht gehört, wie es auf Deutsch heißt. Railing! Christian, Railing! Ich hab auf die Railing zu springen. Ist das nicht beim Schiff? Die Railing. Die Railing. Das ist die Railing. Das ist da. Ah, das ist Railing. Okay, das sind die Klos, die Gemeinschaftsklos. Welche Kisten funktionieren? Nein, die Kisten funktionieren nicht. Mm-mm. Nopsies. Wo geht's da entlang? Da auch gar nicht. Hä? Oh, ich dachte, das wäre eine Schildkröte. Oh mein Gott. Ah, wo bin ich da? Oh mein Gott, das ist ein Versteck. Meine Güte, da findet mich keiner. Wo bist du denn? Jo. Mhm. Also, wollte ich vorhin sogar bei meiner Traitor-Runde mitnehmen, um Mindgames zu machen und. Es ist aber kein Zeichen. Du hast mir dein Messer gezeigt! Du musst Traitor sein! Ja, doch, einer Zeit. Wahrscheinlich nicht immer noch. Da. Wir schauen Christian zu. Du hast ja erstmal 3 Minuten gebraucht. Ich weiß, dass Christian Traitor ist, weil ich gerade bei ihm im Chat war. Deswegen können wir jetzt zweimal zugucken, wie Christian gleich in den Rampage-Mode geht. Ich zeig dir mal, dass ich Traitor bin, dann können wir zusammen Mindgames machen. Nee. Ich glaube, Dave stirbt jetzt. Stirbt Dave jetzt? Stirbt Dave jetzt? Stirbt Dave jetzt? Außer zum Beispiel, wenn es wiederbelebt ist. Stirbt Dave jetzt? Stirbt Dave jetzt? Oder A-Runde geht schon. Stirbt Dave jetzt? Stirbt Dave jetzt? Aber der Preis, den ich ja zahle, ist jetzt? Ja theoretisch gesehen, dass ich erstmal Zeit brauche, um mich damit einzuweihen und so weiter. Und das heißt, dass es für mich ja auch letztendlich schwieriger wieder ist, als Traitor. Warte mal kurz. Was zum... Christian? Was zum... Ja? Okay. Was du wissen, ob du noch lebst. Was ist das für Granaten? Es ist ja Rauchgranaten. Mhm. Bist du jetzt Traitor oder bist du jetzt Innocent? Das wäre jetzt gut zu wissen. Ja, einmal in 40 Sekunden kann man das schon mal machen, irgendwie so ein Mindgame. Mhm. Aber zu oft ist das dann auch nicht super. So ein unfaires. So wie die G. Wer von euch beiden ist denn jetzt Traitor? Die
wie die Chi da, das hat mir taugt, wie die Chi wiederbelebt worden ist und mit mir mitgemacht hat. Das war cool. Dass du da heute noch keiner auf die Idee gekommen ist, das jetzt zu machen. Bist du T oder bist du I? Wen meinst du denn? Ja, 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 der nie. Der Vor, warum ja. glaubst du Jake mit dir? Ja, dann bist du auf jeden Fall innocent. Okay, jetzt wissen wir, man ist innocent, wenn man shaked. Ah, ich hab einen Shit mal gesehen. Ah, ich hab eine so schlechte Haut zu sein. Ganz kurz, nur ganz kurz. Wo war ich denn? Na komm, Net Christian, mach sie tot. Oder beleb mich wieder, dann habe ich wenigstens auch eine Freude daran. Ach, das ist soweit erstmal richtig, das stimmt. Aber wisst ihr was? Doch, nee, nee. Ich wollte gerade sagen, in der heutigen Aufnahmesession hat noch keiner, also kein Innocent, versehentlich einen anderen Innocenten getötet. Doch, Christian aber nicht. Glaub, das war immer mit Absicht. Christian, weißt du, hattest das. Wie war das? Hattest du einen Chi erschossen oder? Ja. Jo. Okay. Gut, deswegen ja. Ein Fall hatten wir aber ansonsten. Nein, das war zweimal ein Fall. Es war nur zweimal Christian gegen mich. Ja, oh, guck mal, stirbt Dave jetzt, stirbt Dave jetzt, stirbt Dave jetzt, stirbt Dave jetzt. Stirbt Dave jetzt, stirbt ja, Dave jetzt. Ja, so, Alter, Dave, dass ja? du mich schon längst abgedrückt hast. Also, ich habe jetzt keinen Stress. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Wie das da einfach drin steht. Was? Zum... Seid ihr jetzt eigentlich so ruhig, Christian? Ja, ich lebe noch. Also, ich lebe noch. Christian. Naja, okay, Dave. Nee, ich bin's nicht. Ich renne hier rum und mach gar nichts. Was zum Fick tun sie denn? Es ist eh noch mal 1 Minute, dann kannst du eh warten. Ich bin, das ich tue da gar nichts. Die Map, ist ja auch so riesig, dass man mich nicht finden würde. Ja, das ist krass. Wo bist du? Ich weiß, dass du ein Radar hast. Oh, wie ernst? Bist du sicher, dass ich eins hab? Klar. Bist du ganz sicher, dass ich eins hab? Klar. Hast du ihn jetzt gesehen? Bist du? Ich find ihn nicht. Kidmar wird gerade verletzt. Warum wird Kidmar verletzt? Nein. Ach, weil er außerhalb der Map war. Der Doc hat auch einen schönen Kopfschuss kassiert. Er ist tot. Aber er hat ihn nicht mehr gesehen, er weiß nicht, dass ich tue. Das ist so ein Sack. Sack. Oh, okay, das einmal hat sich gelobt, einmal. Oh Mann. Ich war gerade kurzzeitig verwirrt. Ja, Isa, der Doc tut so, ich hab's so gewusst, ey, der will irgendwas von mir. Und dann haben wir das mit einem Advanced Disguise eigentlich einmal gemacht. Da ist ja nichts weitergegangen, ey. Es war nur 1 Minute, ist nichts passiert. Zum Schluss, die letzte Map für heute. Alright. Ja, jo, es ist schon so spät, ey, jo. Es ist schon wieder so weit. Na, war schon lustig. Last, it's the final rain cell. Weißt du, was jetzt richtig ätzend wäre? Was denn? Wenn jetzt meine Aufnahme wieder stacken würde. Oh, und das wäre lustig. Also für uns wäre es alle lustig, für dich nicht so. Dir lacht darüber. Ja. Dass, also ja. So ganz ehrlich, wenn das bei dir passieren würde, Chi, dann würdest du mir leid tun. Ja, du tust mir auch leid, aber es wäre auch lustig. Es wäre dann schon ein Running Gag. Wenn es zweimal passiert, ist es ein Running Gag. Nein.